Hallo und recht herzlich willkommen hier in Extension. Und zwar bei der Map-Vorstellung. Also, wer nicht gespoilert werden will, sollte jetzt abschalten wieder. Nur als Warnung. Ich werde mal ein bisschen uns die Map zeigen. Beziehungsweise mir die Map mit euch angucken. Ich bin jetzt hier so in der Kartenmitte. Bin gerade kurz eben schon ein bisschen umgeflogen. Und das ist die verfallene Stadt. Das sieht schon richtig geil aus hier. Mit den ganzen Bäumen, wo es gewuchert hat. Hier so, oh, da ganz bis da. Man, da bis da oben. Da, also, fliegen kann man da auf jeden Fall. Und wenn man sich umdreht, sieht man da schon eine Kuppel. Und die gucken wir uns gleich an. Aber erstmal gucken wir uns hier ein bisschen die verfallene Stadt an. Ich sprinte mal hier ein bisschen durch die Gegend. Ich habe hier, bin im Kreativmodus im Singleplayer. Und habe Fly eingegeben, so dass wir uns mal hier ein bisschen alles angucken können. Und es sieht schon richtig schick aus. So. Hier durchsichtige Brücken, da kommt man nicht durch. Warte, von oben kann ich das nochmal zeigen. Ein Glas, das sieht schon cool aus. So, unten laufen Defense Units rum. Hier sind überall Wasserfälle und so ein riesiger Turm. Oh, und da habe ich gekackt. Wie unerwartet. Also es sieht schon richtig schick aus hier. So ein, ja. Hauptplatz, da laufen noch Ameisen. Wir fliegen mal da hoch. Oh, komm schon. Aber es sieht schon richtig geil aus mit der verfallenen Stadt. So, da sind wir. Hier oben. Da ist die Glasplatte schon mit Pflanzen überwuchert. Das gefällt mir schon. Da sind, ja, Tapijaras. Hier ist. War das? Da gehen noch die ganzen Ranken hoch. Da kommt das Wasser da oben rausgelaufen. Hier ist wohl so ein kleiner Sumpfbereich. Okay, mit so eine Weltkarte. Wir befinden uns ja jetzt wieder auf der Erde. Und es soll alles gelöst werden. So. Da ist so eine. Ja, eine. Ja, Weltkarte, würde ich sagen. Das sieht schon geil aus. Das erinnert mich ein bisschen so an Jurassic Park oder The Lost World. Also The Lost World oder jetzt, wie heißt das? Das gefallene Königreich. So dieser Park, der. Ja, zerfallen ist. Die ganzen Strukturen sind alle kaputt. Der Mensch hat gegen die Natur verloren und die Natur holt sich alles gnadenlos zurück. Sowieso ein, ja, eine verlassene Stadt. Ist es ja. Aber nicht mehr lange. Wir besiedeln sie neu. So, ja. Und das sieht auch hier richtig schick aus. Und hier sind so ein bisschen so diese. Ein Biber gibt es auch noch. Die Sumpfkreaturen hier. Oh! Kroko! Ja, willst mich fressen, ne? So. Ja. Krokodile gibt es auch noch. Und dann geht der Fluss hier auch noch. Oh, mit schicker Musik weiter. Und da sieht man schon, dass, ja. Korrumpierte Biom. So, da laufen ein paar Defense Units rum, die prügeln sich. Da läuft auch eine von diesen neuen Kreaturen rum. Da fliegt noch was Tech-mäßiges rum. Also ihr seht, da trifft richtig, ja, die Moderne, die Vergangenheit. Also da geht's noch rein in das Gebäude. Okay, das sieht auch richtig schick aus. Und dann, ja, hier so hängt so der Fluss an. Oder da sind zerfallene, da sind Wurzeln, Bäume drin, die die Strömung aufhalten. Also, und dann ist hier Ende mit dem Fluss. Und da sieht man richtig, jetzt fängt das Ödland an. Also das hier ist so ein bisschen die Oase, ja. Eskaliert mal. Twikes gibt es auch noch nach wie vor.
Die Drohnen machen alles platt, was platt zu machen ist. Und das sieht auch richtig geil aus. Man kommt hier so ins Ödland rein und da sieht man schon, auch ein Rex rennt hier schon rum. Direkt hier die korrumpierten. Ey, und die sind direkt aggro auf einen. Habt ihr das gesehen? Also die. Ja, bist du auch korrumpiert? Ne, du bist ein normaler T-Rex, ne? Okay. Was liegt hier? Das ist nur so ein Baum. Bären gibt's noch. Der ist auch direkt aggro auf mich. Da ist Tech noch mit drin. Und wir fliegen hier nochmal weiter hoch. Ja, jetzt lässt du mich nicht in Ruhe, ne? Verpiesel dich. Und da sieht man, da müsste das Schneebiom sein. Das ist die Stadt von außen. Da hat man noch einen Schutzwall versucht, wohl scheinbar drum rumzubauen, um sich der Verseuchung, gegen die Verseuchung zu schützen. Und da seht ihr das, die Pflanzen werden alles so rot, da dampft es. Ach, da ist so ein Airdrop, die neu sind. Und da. Oh. Das ist ein Feuerwerk für die Augen, die Karte. Und angeblich soll sie größer sein als Ragnarok. Bestätigen kann ich das noch nicht. Aber sie sieht schon sehr groß aus. Da hinten ist noch eine Kuppel da. Wir fliegen jetzt mal. Und da ist so ein. Sieht aus wie so ein Alien-Artefakt, ne? Vielleicht ist so ein. Hier à la Command & Conquer, so ein verseuchter Asteroid auf die Erde gefallen und hat alles korrumpiert. Auch hier mit den roten Bäumen, mit den, ich weiß nicht, ist das ja, rotes Laub? Und hier sind immer mehr korrumpierte Dinos, die die anderen Dinosaurier natürlich alle töten. Und ja, jetzt habe ich dich an der Backen, ne? Ich hätte mich auf unsichtbar stellen sollen. Aber egal. Hier sind dann so Pflanzen. Und das ist ja schon richtig rote Farbe. Aus dem Fluss würde ich nicht mehr trinken wollen. Das sieht richtig hart aus. Ja. Habe ich dich jetzt an der Backen? Kann ich dich töten? Komm. Seht, da kommt lila Blut raus. Na komm. Ist er putt? Also Bären gibt es noch. Kanus gibt es noch. Einen schicken Wasserfall. Oh, und das sieht einfach. Oh, krass aus. Und das sieht richtig verseucht hier aus. Also die roten Bäume kommen alle scheinbar von diesen Asteroiden. Das ganze Wasser wird dadurch rot gefärbt und hier auch die Steine. Da setzt sich das alles ab. Oh, schick. Da ist nochmal eine Mauer und da scheinen auch die ja, Türme drin zu sein. Aber das soll nur so eine kurze Vorschau sein.
Und da, oh, guckt euch das an, wie so eine Kralle wuchert das darüber. Das ist schon krass. Und da sind. Oh, kurzer Leck. Okay. Was das für ein Dino ist, weiß ich gerade nicht. Kleine. Ja. Achso. Gehen wir da mal rein. Das sieht auch geil aus hier mit den Mauern und den Abflüssen. Da sind Hirsche. Kann man hier durchgehen? Ja, kack noch mal eine Runde. Okay. Oh, da habe ich zu viel gezeigt. Hier ist ja wahrscheinlich eine Höhle. Aber ich glaube, bis man da hingekommen ist, dann braucht es das auch noch einen Moment. Und da sind wieder diese ganzen Verwucherungen. Und da kann man noch hochgehen. Und wir gehen jetzt, das müsste jetzt hier das Schneebiom sein. Und da gehen wir mal rein. Und da ist jetzt gerade Nacht und man sieht. Ja, ihr werdet gerade aggro auf mich. Ihr habt mich auf unsichtbar stellen sollen. Da leuchten. Ja, das ist das Schneebiom mit Wasser. Das sieht schon richtig geil aus. Und wenn man jetzt durchguckt, man sieht. Ja, die Verseuchung sieht man noch. Alles andere wird so ein bisschen als Schneebiom dargestellt. Das ist auch cool, ne? Also wenn man jetzt wieder. Hier friere ich sogar. Da sieht man so ein bisschen verpixelt alles, so als wäre es am Rauschen. Und dann, wenn man da wieder durch die Kuppel durchgeht, zack, geht es entpixelt und da sieht man das Schneebium. Dann, zack. Das ist schon geil. Ja, da ist noch mehr verfallen. Oh. Okay, da war einer der neuen neuer Drache. Oder ein neuer Drache und dann fliegen wir mal nach zum anderen Biom. Und fliegen mal ganz gechillt nach oben. So. Gucken uns das Ganze mal von oben an. Und es sieht schon wirklich eindrucksvoll aus. Schon wirklich eindrucksvoll aus. Da ist so ein bisschen die Stadt. Da hinten ist noch was. Okay. Nach vorne ist noch so ein ja, Vorareal und das sieht so auch so aus, als ob diese Kuppeln von Menschen gebaut worden sind. Also und in der Zukunft ja. Mit den Kuppeln in die Vergangenheit reisen kann. Diese Obelisken sind dann sozusagen. Okay. Halten die Zeitreise aufrecht. Theorien, ja. Das ist aber nur meine Theorie. Vorne ist noch so ein weißer Dings. Und das da oben ist ja wahrscheinlich wirklich der Ursprung der Verseuchung, weil das auch so rot schimmert. Da liegt noch ein Riesenskelett. Das ist ja so eine Andeutung, ist ja wahrscheinlich auch so ein Titan. Das hat man ja auch schon auf Ragnarok gehabt, so ein Riesenskelett. Also, auch wenn es nicht von den Entwicklern kam, die Map, aber letztendlich dazugehört. Also, sieht schon sehr schick aus. So, lauf, mein Freund. Lauf. Ja. Aber es sieht schon richtig schick aus, ne? Das da vorne müsste dann das, heißt es, Sandbiom sein, also die Wüste. Da ist noch alles so. Der Fall, da sieht man, dass die Stadt noch ein bisschen weiter ging. Und im Hintergrund sieht man einfach nur noch Ödland.
Stadt ist noch so ein bisschen das letzte. Die letzte Bastion des Lebens, wo noch nicht die Verseuchung stattgefunden hat. Und da sieht man noch so ein bisschen rote Sachen. Okay, es gibt auf jeden Fall jede Menge hier zu entdecken. Da sieht man noch den Fluss, der sich so ein bisschen überall durchschlängelt. Oh ne, das sind Glasplatten, ne? Okay. Hier sieht man so künstliches. Ja, auch so Glas-Apartments, ne? Warte mal. Ob mal ein Hochhaus war. Ja, das andere sind auch so Art Hochhäuser. Ich denke, da kann man aber leider nicht reingehen. Das wäre noch krasser, wenn man dann so alte Apartments da findet und sowas. Aber die alten Brücken sehen ja auch schon schick aus, ne? Wenn sich das in meinem Kopf vorstellt, wenn das jetzt alles belebt wäre als Stadt oder sowas. Also Wasserfälle, okay. Aber hinterm Glas. Okay. Kommt man nicht dran. Und da ist noch mehr Wüste. Das ist so ein oh. Sammlungsplatz, würde ich es mal nennen. Fluss, da geht er noch mal runter. Okay, da ist so ein Canyon-Bereich. Das sieht schon schick aus, ne? Aber wir wollen zur Wüste hin. Und da sieht man sie schon. Ist da in der Wüste auch selbst auch noch eine Kuppel drin oder was ist das da vorne? Also die Map sieht schon richtig schick aus. Das muss man sagen, dass man dann halt, man fängt ja da hinten irgendwo in der Stadt an. Man kann, meine ich, auch noch woanders spawnen, hier auch in der Wüste direkt oder im Eisbiom, aber da sind ja auch wieder extremste Wetterbedingungen. Stegos, Raptoren, was ist das? Was ist das, ein Gasback? Ja, es ist einer. Oh, den müssen wir uns ja jetzt auch nochmal angucken. Kurz. Ja, also. Einmal findet man ihn eher im Wüstenbiom. Der sieht richtig schick aus. Wie so ein dicke, fette Made. Na, lass dich mal von vorne ansehen. Oh. Ja. Richtig schleimig. Fett. Eklig. Und da sieht man schon. Da kann man jetzt rausgucken. Da. Drachen, Pferde. Und wenn man hier reinkommt, zack. Alles Wüste. Sieht. Okay, man sieht. Oh, es rennt raus und man sieht es nicht. Das ist auch interessant. Ja. Jede Menge Dinosaurier. Und hier ist Wüstenbereich halt. Das ist schick. Das ist richtig schick. Also kann man auch von den anderen DLCs sich die Dinos noch holen und auch in den Gegenden. Ja. Leben Kängurus gibt es. Also wer gerne die Wüste mag, kann sich auch hier niederlassen. Vor allem, man bekommt, glaube ich, auch die Rohstoffe aus der Wüste, ne? Und da vorne ist noch mal so ein Flussbett, wie man das sieht, ne? Und der rote Obelisk. Das ist halt nur so eine kleine, also kleine Wüste mit Oase. Aber schick gemacht. Da vorne kommt man wieder raus, ne? So. Ja, wir begeben uns noch mal einmal raus
Und dann würde ich sagen, so als Ersteindruck der Map, dass man das mal so gesehen hat, da vorne ist noch irgendwas Besonderes. Da könnte ein Höhleneingang sein. Also, hier gibt es bestimmt auch noch eine Höhle irgendwo versteckt. Ich weiß nicht, ob es hier die Drachen gibt. Und ob es noch einen Evaluation-Bereich gibt. Aber ich würde sagen, den suchen wir im Let's Play dann. Und ja, ich begebe mich mal raus. Ich guck mal, was das da vorne noch ist. Na, wenn es schneller gehen würde, wir laufen rückwärts ein bisschen, sieht man noch ein bisschen was von diesem Bereich. Also es sieht echt schick aus. Na, da will ich noch hin. Komm. So. Na. Ja, das schaffen wir noch. Also, es sieht wirklich richtig, richtig schick aus hier. Komm schon. Jetzt raus hier. Ah. Moment. Hier drin sieht man nur das Teil. Das gucken wir uns mal an. Da sind noch so komische. Da hinten sieht aus wie so ein Schwefelfeld. Also hier ist so ein bisschen so. Ja. Man sieht, dass man hier nicht leben kann. Es gibt hier auch nirgendwo Wasser oder sonstiges. Also. Hier sind noch so verfallene Häuser und ich leide irgendwelche Schmerzen. Aber gut, wir gucken uns das hier nochmal ganz kurz an. Ich glaube, das ist an für sich nichts Besonderes, sondern nur ein bisschen was Optisches. Ja, wobei, hier gibt es halt ordentlich Eisen, so wie es aussieht. Ja, ist doch Eisen, ne? Ne, Stein, Stein. Okay, Hunger. Hier ist windig alles. Was ist das? Ja, auch nur Stein, ne, Metall. Gut. Ja, ich würde sagen, das soll als Map-Vorstellung genügen. Und sehen uns im Let's Play wieder. Bis dann. Ciao.